Was sagt Dingel? Ah, da kann der auch einen Hintergrund. Guck mal so. Deutschland! Ja, das ist einfach nur auch gut, wie geht es, oder? Die Pringles. Nein, die Blume. Also, ist mal ohne Spaß. Das ist wirklich nicht gerade. Doch. Nein. Jetzt ist doch gerade. Es ist über. Guck doch dich mal hin. Hier, das ist 100% guck dir das mal an. Das ist 100% parallel. Bist du behindert? Du bist behindert. Ich habe seit 3 Monaten kein Video mehr gedreht. Ich weiß nicht, wie das geht. Also, das Bild sieht schon mal gut aus jetzt. Das stimmt. Aber es sieht von hier auch schräg aus. Das ist scheißegal. Das ist eine Frage. Hallo zusammen, mein Name ist. Lukas. Jo. Jo, Franz. Wenn du so machst. Ich habe nicht rot im Gesicht, weil es so warm ist. Voll heiß. Ja, oder? Boah, ich darf meine Ärmel heute nicht hoch machen im Video. Jo, Freunde, was geht ab und willkommen zum neuen Video. Jo, Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Mensch, der Ton ist ja überhaupt gut. Warum fällt jetzt was immer mit in der Begrüßung ein? Das schwitzt so. Das kann ich lieber in Tage. Wie ihr unschwer am Titel erkennen könnt, geht es heute wieder ums Thumbnails erraten mit meinem Bruder, der auch schon länger nicht mehr auf meinem Kanal zu sehen war. Genauso wie ich. Ich hoffe, du überlegst auch dasselbe Witz noch. Beide reichen. Ja, das Ganze liegt daran, weil ich momentan mit Studium und so viel um die Ohren habe und dann nicht ganz so viel Zeit für YouTube. Wird aber hoffentlich wieder besser, wenn mein Studium. Lieber diese scheiß Vögel an diesen 1000% glaube ich. Scheißegal. Bis ich mein Studium nicht fertig habe, wird es wahrscheinlich auch nicht viel besser werden, deswegen habt noch ein bisschen Geduld. Diesen 100%ig laut. Zwischendurch kommen wahrscheinlich, schneide ich eh nicht rein, ich juckt eh niemand. Also, wenn ich hier stehe, dann wird mir uns wahrscheinlich schon besser über als die Vögel. Challenge accepted. Das ist so schön. Die Regeln sind wie immer, man bekommt einen Punkt, wenn man den YouTuber richtig errät, von dem das Video stammt. Und einen Punkt, wenn man den Titel noch richtig raten sollte. Der Verlierer beginnt. Also, ich hätte jetzt gesagt, dass das Reh wie ich, aber ist nicht, weil der hat eine Glatze drin. Eine Glatze. Wenn es um die Aufklärung von Kriminalfällen geht, mache ich jedem Erwachsenen was vor. Oder ist extra so zensiert, das aussieht. Wenn die das schon so machen, dann haben die 1000%ig keine Glatze. Ach so, das war. Ach so, doch, das. Nein, ich mache nur das Gesicht hier. Hat Julien einen Bart? Nee, oder? Aber die sieht aus wie Bibi. Ich krieg einen Tipp, ob das eine YouTuberin ist. Ja. Ist auch eine YouTuberin. Ja. Das ist bestimmt. Okay, okay, das ist Kelly und das ist Revi. Lockst du ein? Ja. Falsch. Weißt du, ich hab extra so zensiert, damit man das so ein bisschen sieht. Genau, weil du ja gesagt hast, hat der überhaupt einen Bart, dass das extra so aussieht. Der hat doch keinen. Nein, hat er auch nicht, aber es sieht voll so aus, als ob er hätte. Genau deswegen haben wir das gemacht. Oh Mann, sieht aber voll nicht aus wie Bibi. Ja, weil der halt ungeschminkt ist. Bereit? Ja. Boah, das ist wieder sowas, wo man das nicht kann, oder? Die Haare sehen leicht blond aus. Das sieht echt schwer. Könnt ihr null sagen, wer das ist? Ich habe wirklich noch nie ein Video von ihm geschaut. Also ich hätte sonst gesagt, das wäre ein Concrafter, aber du hast gesagt, du hast noch kein Video von ihm geguckt. Das hat er seine Jacke? Das ist Concrafter. Was? Ja, okay, ich lock das eine mal sehen. Ja, du hast ja echt gesagt, das. Ja. Jetzt echt? Ja. Du musst dich einfach aus Prinzip reinnehmen. Ganz wie Pringles. Also, das bin nicht ich, das ist mein Tipp auf jeden Fall. Also, schwarze Haare hat auf jeden Fall. Deswegen kommt der erstmal Upper Red. Sammy Slimani sind so die ersten, die mir einfallen. Gibt dir einen Tipp, der hat oft, oder der macht eigentlich nur so Videos, wo so mit Essen und so zu tun haben? Ich habe echt überhaupt gar keine Ahnung. Sein Bruder war früher eher auf Facebook berühmt. Ich gebe dir jetzt noch einen Tipp, er hat viel mit Ape Crank zu tun. Ich könnte jetzt irgendwas sagen, aber ich hab wirklich null, also überhaupt gar keine Ahnung. Ja, mach, ich hab echt keinen Plan. Warte, ich weiß nicht, wie der heißt. Das Gesicht kenne ich. Rahim, ist das Rahim? Wer ist Rahim? Heißt der so? Wie heißt der? Abdel. Stimmt, Abdel. Das ist Dennis. Scheiße. Das ist sein Bruder, oder? Ja. Das ist ja. Nee, aber das erkennt man. Mein Bruder badet in 500 Litern Schleim. Grünem Schleim. Ne, warte, mit Grammatikfehler in grünes Schleim. Guck mal, diese Titelpunkte sind eigentlich voll behindert. Man gibt die eh nie, weil man sagt, es ist zu einfach. Oder man sagt, okay, das macht keinen Sinn. So, sollen wir die überhaupt weglassen? Die? Scheiße. Relativ, also fett nicht, aber nee. Bizeps hat da auch keine. Mann, ich bin so schlecht. Man merkt, dass der kein YouTube mehr schaut, aber ich bin stolz auf dich. Ich schau nur nach Ruhrpott. Bleib nicht stehen, ey! Okay, nochmal ein Tipp, er hat einen Song mit Denergy rausgebracht. Das doch okay, ein Tipp. Nee, warte. Oh, es geht um die Bewegung, es geht um die ganze, das ganze Ding. Doch, wir reden die ganze Zeit. Warte, mir liegt's auf der Zunge. Warte.
Mit Denlatty, doch, wurde er dafür voll fertig, oder nicht voll fertig, macht aber scheiße, ja, Slicky. Ich meine, ich weiß sogar wer, aber ich weiß trotzdem nicht wer. Weißt du, wie ich meine? Das ist bestimmt Chaos Freak oder so. Weil das ist scheiße, wenn ich dir einen Tipp. Er hatte eine Psychose. Pablo. Ja, falscher Flug. Das ist nicht Trinko, oder? Ich hab echt mal überlegt, ob ich zensiere soll, aber ich dachte, als ob du da drauf kommen würdest, als ob du das so siehst. Das ist erstens, der sieht so aus, das war es eigentlich auch schon. Kleiner pinker Koffer für Bibi, ein großer grüner für ihn. Trinko. Stimmt das? Ja. Das warum, ey, seit wann bist du gut geworden? Ey? Wir haben aus Versehen den Flug nach Tschernobyl genommen. Wir sind, das habe ich sogar angeschaut, Leon Mascher und ApoRed waren das. Ich fand Leon Mascher, das ist aber schon voll alt, deswegen kenne ich das auch nicht. Da warst du ja ultra peinlich, dass die Hand in Hand da rumgelaufen sind, zusammen über so einen Weihnachtsmarkt oder so. Also ich weiß, dass hier so Bibi und Julian immer so Videos machen von wegen die unnötigsten Produkte und sowas, wegen diesem Basketballkorb und so. Ich hätte jetzt auch noch gesagt Crispy Rob, aber der hat nur Adidas-Klamotten, also der ist auf jeden Fall auch nicht. Ich kenne niemanden, der weiß, der schon so schwarze Haare hat. Außer Crispy Rob. Ich hatte überlegt, ob er mit Cheng mal zusammen in der Wohnung wohnt hat. Aber ich glaube, der kommt auch aus der Ecke. Also er hat relativ viel aus mit... Asien mit Asien. Nein. Du hast schon die ganze Zeit schon gesagt, wer das ist. Ja, ja. Jetzt er? Ja. Ich will Chris Brown und ja. Ich darf mal Adidas-Klamotten an. Weiß nicht, ich habe einfach mal ja gesagt, dass es weitergeht. Das ist einfach. Also wenn das nicht erreicht, dann... Julian Bam. Ja. Hä? Warum kommt ein Bild von der Katze? Ach, ich hab die nochmal da runtergeladen, glaube ich. Hä? Man sieht so auf dem Rücken so die eigentlichen Kratzer und dann macht er so einfach es ist wirklich so zwei Wunden so drauf, die überhaupt keinen Sinn machen. Rückenkratzer-Prank, wer macht so eine Scheiße? Gerade der erste, der einen in den Sinn kommt, ist wieder Leon Mascher, aber... Ja, sonst lock einfach eins und scheiße, ich sag Leon Mascher. Ja. Jetzt echt? Ja. Was ist Titel? Rückenkratzer-Prank. Ja, das zählt nicht, das ist eben scheiße. Wie viel auch so viel Zeit? Drei. Ja. Aber eine Abstandswische. Ja, so wie man es halt nicht macht. Echt. Er hat auf jeden Fall eine Mütze, also eine Basecap an. Oder es ist Miguel Pablo, weil da sieht man hier die Dread-Tage. Hat er Dreads? Ja, ja. Hat er mal. Mir wird jetzt kein, wirklich gar kein YouTuber einfallen, außer Miguel Pablo, der so Haare hat. Das sind Schauhaare, oder? Ja, Miguel Pablo. Ich hab extra hier aufgelassen mit dem scheiß Ohrring, weil wenn es zensiert hätte, hätte ich null erkannt, wer das ist. Ich hab's nur reingenommen, wegen dieser scheiß Wunde. Der guckt ja nicht mal an. Mein Auto. Du hast geschrieben, die hat, glaub, auch so ein Auto. Eigentlich. Wenn das so fragt. Wenn das so fragt, ja. Mann, aber wir machen, wir, jetzt machen wir das Spaß, wie soll ich mir das machen? Weil, wir müssen, wenn wir es nicht einloggen, müssen wir immer sagen, nicht einloggen. Also ja, nur, ich ja, sag, ja, ja. Also hast du es eingeloggt? Ich hab's oder? Eigentlich schon eingeloggt, weil die sieht auf jeden Fall so aus wie Shirin. Und die hat, glaube ich, auch so ein, hat die noch auf dem Mercedes? Also Bibi ist nicht, die hat einen Mustang. Mhm. Die ist mal neben mir gefahren, die hab ich gesehen. Ist echt? Nee, keine Ahnung. Dagi. Hä? Die hat doch die voll nicht so null, Haare, sieht oder? Null so aus. Die sieht, warte, zeigt das Originale. Guck, das ist sie aber. Tatsächlich, ey. Die hat komplett, normalerweise hat doch auch komplett andere Haare. Was hat denn diesen Brokkoli in der Hand? Oder das grau oder gelb. Das habe ich damals sogar angeschaut. Das war auf jeden Fall mit Leon Mascher und ApoRed. Die kam jetzt zumindest im Video vor. Das ist ApoRed, der da drin liegt, aber es hat Leon Mascher hochgeladen, glaube ich. Oh, ApoRed hochgeladen. Ja. Zählt es trotzdem? Ja. Boah, Akku ist leer. Halt dein Maul. Doch, ist rot. Halt dein Maul. Da ist jetzt ein bisschen schneller machen, weil das komplett weg hier. Das ist, wie heißt der? Dieser Bayer. Heider. Ja. Florian. Ja, Titel. Oh. Irgendwas mit Gefängnis, keine Ahnung, Auschwitz. Du bist dran. Das war jetzt gerade. Auch kaum Minecraft-Witze. Petrit locker, 100%. Der sieht aus wie Petrit. Das ist, wie heißt denn der? Mir fällt der Name nicht ein, aber ich weiß, wer das ist. Dieser, ich weiß auch, wen du meinst. Der Freund von Revi ist ja, das. Ja. Wie heißt denn der? Rotpilz, ist das der? Ja. Und das ist locker Petrit, weil ich den letztes Mal auch mal genommen habe. Minecraft-Witz, es kann nur Rotpilz sein, wer ist denn sonst breit? Also breit. Also Revi ist auf jeden Fall nicht der so arme. Er sagt Petrit und Rotpilz, aber Rotpilz ist hochgeladen. Ist Petrit. Ich dachte, ich kann dich voll verarschen, wenn du nee. Wer macht Minecraft-Witze? Ein Video über Minecraft-Witze. Oh, was sind denn? Was ist so ein typischer Minecraft-Witz? Also er hat übrigens auf. Das ist Alec von Gott gesegnet. Ja. Jetzt kann man keine Videos mehr machen. Bist du jetzt mit der Scheißkamera weiter drin, oder was? Boah, die läuft schon übel heiß. Hä? War das die ganze Zeit schon so unscharf? Ich glaube, das Ding kleckert. Muss jetzt da hinsitzen, wo du drauf pisst hast. Wie auch bei jedem anderen Video mit ihm ist schon wieder der Kamera-Akku leer gegangen. Nicht wundern, warum jetzt Bild und Ton anders aussehen. Wahrscheinlich sieht der Ton anders aus.
Sam, das ist seine Freundin, ne? Ich weiß nicht, ob das eine Passantin ist oder seine Freundin. Titel: Frau kackt auf Walk of Fame Stern. Nein. Die erinnert mich an irgendwie. Ich möchte auch an Paola, ist die? Aber es geht dann ja dahinter, oder? Das geht gar nicht. Sag mal neu. Aber es geht eher in den Typ dahinter. Was haben das hier? Ja. Ja, oder? Halt doch mal das Maul! Ich glaube, das war's dann so langsam mit dem Video. Blättern hier wieder den Punktestand ein, wer gewonnen hat. Es wird irgendwie ein bisschen komisch zum Bewerten, weil wir nur Tipps gegeben haben, so lange bis man es errät. Also keine Ahnung. Ich guck mal, wie es einigermaßen fair ist und leg's dann halt so, dass ich gewinne.